Karate Do. Do bedeutet Weg. Karate erklärt sich zu einer mehr als Sportart, zu einer Kampfkunst. Mit der Kampfkunst geht einher eine Philosophie. Darüber sind ja einige Bücher, die ich hier gerne vorstellen möchte, damit man sich ein bisschen mit dem Hintergrund vom Karate beschäftigen kann. Als allererstes das Buch von Andreas Albrecht, meinem Geschäftspartner bei der Schlattbuchs OHG. Er hat die Dojo-Kun geschrieben. Dojo-Kun sind die wichtigsten Regeln innerhalb der JKA, werden aber auch in anderen Shotokan-Verbänden aufgesagt. Stotz chinka kanze ni tsutumaru kodo. Stotz makoto no michi o mamoru kodo. Stotz doryoku no seishi no yashinau kodo. Fünf Regeln sind es, die vor oder und nach dem Training aufgesagt werden. Und Andreas Albrecht hat sich wirklich Zeit genommen, die Ursprünge zu finden. Wir sind bis in chinesische Quellen eingetaucht. Er hat sich schöne Kalligrafien von Meister, was ist mit dir da los, von Anki Takahashi geben lassen, die wir in dieses Buch eingearbeitet haben. Es ist ein Philosophiebuch, aber wir haben es extremst einfach geschrieben, damit wir den Inhalt verstehen und nicht ein Philosophiestudium betreiben müssen, um hinter den Sinngehalt zu kommen. Es ist also sehr angenehm geschrieben und gibt uns doch endlich mal das Wissen, was die Dojo-Kun bedeuten, woher sie kommen und warum wir sie aufsagen. Drei Bücher habe ich von einem Autor hier im Verlag, von Siegfried Schwemmer. Seines Zeichens ist er Priester, evangelischer Priester. Es fing an mit Nur wer stirbt, wird leben. Danach kam Mitten im Leben und als Vollendung der Trilogie das dritte Buch Ki und Karate. Er vergleicht als aktiver Priester die Kampfkünste, wie sie auch in den christlichen Alltag mit einfließen können. Wo waren Menschen, die wie Karatekämpfer für den christlichen Glauben gelebt und vielleicht auch gestorben sind. Ein anderes Buch von Dave Laurie, Pinsel und Schwert, wir haben es aus dem Englischen übersetzt, Pen and Sword. Er ist jetzt nicht auf Karate allein bezogen, er findet immer wieder irgendwelche wichtigen für alle Kampfkünste, sei es das Schwert, sei es die Faust oder sei es aus dem Aikido oder welchen Kampfkunst man sich auch nimmt, Begriffe und versucht diese zu hinterleuchten und zu erklären. Alfred Heubeck hat den Bunkai-Code geschrieben. Der Bunkai-Code ist ein sehr interessantes Buch, das alle Katas auf den kleinsten Nenner runterbricht, um den Sinn hinter den Katas zu verstehen. Wenn wir nur eine Bedeutung nehmen aus der Nida, was mir sehr gut gefallen hat, viele machen hier immer noch als Verteidigung gegen einen Sanbon-Angriff. Aber wann werden wir mit einem Sanbon-Zugi angegriffen? Nein, Heubeck nimmt diese Bewegungen und bringt sie in die Selbstverteidigung. Es ist kein technisches Buch, nachdem ich jetzt mein Training gestalte, sondern es gibt mir Wissen, was steckt eigentlich hinter dem Bunkai wirklich. Was ist die tiefere Bedeutung der Kata? Warum wiederholen sich manche Elemente so oft? Was will ich damit lernen? Es wird Funakoshi zugeschrieben, aber wir wissen nicht, ob es wirklich von ihm geschrieben wurde, das Karate-Do Newborn. Dieses sowie das Kyohan zählen zu seinen Büchern. Dann gibt es Bücher über ihn, wie das über sein Leben oder der Roman bei uns erschienen, Gichins Faust, den ich aber in einem anderen Film ja genauer beschrieben habe. Und auch nochmal hier, obwohl ich diesem Buch einen ganzen Film gewidmet habe, das Buch Weizen-Do, denn wenn man sehr viel über Philosophie liest, wird man vielleicht auch mal durstig. Und dann kann man auch mal was Lustiges lesen. Günter Burkhardt hat mit seinem kleinen Pamphlet eine wunderschöne Persiflage auf die Philosophie gemacht. Und nur wer stark ist, kann über sich selber auch lachen. Viel Spaß beim Lesen. Dankeschön.